So, geht auch schon direkt weiter. Das war wirklich eine minimal kurze Pause. Ich bin nicht einmal von meinem Stuhl aufgestanden. So, jetzt schauen wir mal, was passiert. Mr. X, mein Freund. Ja. Auch ein Hund. Nee, ich mag einfach keine Hunde. Ja, das mit dem Nachladen ist jetzt echt unpassend. Ah, oh, ich bin auf Danger, aber kein Problem, denn ein erfahrener Zombiejäger hat immer allerlei nötigen Dinge dabei, um seine Gesundheit wieder auf einen akzeptablen Stand zu bringen. Grüne Kräuter, gemischt mit roten Kräutern. Normalerweise ist Mischkonsum ja nicht so gut, aber in diesem Fall freut sich der Benutzer. Ich meine, sonst freut man sich natürlich auch beim Mischkonsum. Aber so, oh, der hat grünes Blut. Also entweder ist es. Nein, ich habe ja schon rotes Blut gesehen, glaube ich. Ah, vielleicht hat er auch rotes Blut und ich habe mich blamiert. Ich habe nämlich eine kleine Rot-Grün-Schwäche. Traubensaft. Rote Kräuter. Also entweder ich gehe da lang oder da lang. Oh, ich hätte den linken Weg nehmen sollen, ich habe das im Urin. Jojo. Ja, hätte ich. Ich will bitte wieder zurück. Okay, ich bin ein Mann. Und Männer tun sowas. Männer erforschen Höhlen. Bam, badam, badam, bam. Ja, piss dich, Freund. Nix. Ja, ich hab's drauf. Nix. Und die Nummer 2. Haha. So. Also wenn ich er wäre, wäre ich schon längst wieder umgedreht. Aber da das hier ein Videospiel ist und ich nur indirekt er bin, erforsche ich männlich weiter diese Höhle. Ich laufe am liebsten, damit ich nicht so erschrecke, falls. Okay, ich gehe mal lieber, damit ich nicht so schnell in Fallen laufe. Habe ich es ja doch noch überlebt, wer hätte das gedacht? Das Sound ist mir ein bisschen zu laut, ich mach mal leiser. So. Na toll, noch mehr Höhlen. Ich dachte, ich hätte es geschafft, aber nein. Das sieht mir schon so arg nach Boss aus. Vielleicht der finale Kampf mit Mr. X? Scheint ja ganz schön viele Mr. X'e zu geben. Mindestens zwei, einer aus Resident Evil 2 und einer aus dem Teil. Aber ich meine, naja, wie dem auch sei, noch mehr Flammenwerfer-Munition. Jetzt brauche ich nur langsam meinen Flammen. Ach nein, das sind ja Flammendinger für meinen Granatenwerfer. Jetzt habe ich's raus. Oh ja, ich bin so schlau. Nee, ey, ganz ehrlich, nein. Das machen wir nicht. Ich muss sagen, ich bin hart dagegen, dass ihr mich nervt. Scheiß drauf, wenn ich gleich auf Caution stehe. Aber von euch lasse ich mir nicht den Tag verderben. So. Och. Menschenskinder.
Freunde. Okay, Headshots bei Zombies sind eigentlich ziemlich sinnlos. Bei stärkeren Gegnern ja auf jeden Fall, aber bei einem einzelnen Zombie kann ich ihm auch woanders hinschießen. Zum Beispiel in seinen Penis. Ich mach mal kurz einen Zwischensprecher. So. Wie komme ich jetzt auf Penis? Ganz ehrlich. Ich denke zu viel an Penisse. So, sag mal, ich höre hier doch was. Hundi, Hundi. Ah, toll. Der Auftritt wäre cooler gewesen, hätte ich wenigstens einen Schuss getroffen. Aber so ist das von der anderen Seite verschlossen. Ja, solche schnellen Gegner töte ich ja relativ ungern, aber manchmal muss man einfach seinen Mann stehen. Und vier Hunde töten. Ja, ich hasse Hunde. Freunde, reicht. So, der letzte Schild da hinten. Super. Immer reicht auch. Und bam. Okay. So. Ja, mal wieder gemeistert. Ein herkömmlicher Gamer wäre mit der Situation bei mir maßlos überfordert gewesen, aber ich habe es total gerissen. Angestellt und alles gelegt. Spinnen. Spider-Spinne, Spider-Spinne macht, was immer eine Spider-Spinne macht. Ein Haus von Peter und Klaus. Und hier ist irgendwas, was mir den Tag versaut. Aber das ist mir scheißegal. Ich gehe jetzt ins Haus, was sich nicht öffnen lässt. Und habe nun Probleme mit meinen Erzfeinden. Ah, sicher, sicher. Grünes Kraut kombiniere ich mit rotem Kraut. Und das Ganze wird eingenommen und mir geht es gut. Dübididü. Oh Mann. Ja, ja. Fühlt euch nicht so toll. Ja, ja. Denkst du bist cool oder was? Ey, die wollen mich fertig machen. Die mobben mich, nur weil ich keinen Skill hab. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Ey, und ich stehe schon wieder auf Caution. Ja, deswegen mag euch keiner. Das passiert. Was kriege ich dafür, dass ich die besiegt habe? Grüne Kräuter. War es das wert? Nein. Also gucken wir mal, was hinter der anderen Ecke ist. Toll, ja. Ach so, eine Tür. Ja, dann war es das wohl.
nicht wert. Ich habe sie getötet für grüne Kräuter und um noch mehr davon. Verdammt, ich muss schon längst einen Schnitt machen.